Einen wunderschönen guten Morgen, grüß euch. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Heute befinde ich mich bei Regen in der sogenannten Großen Rabgam. Und welche Motive wir hier finden, das sehen wir uns jetzt an. Wenn euch das interessiert, dann folgt mir. Ja, zuerst habe ich noch gemeint, ein bisschen Regen ist angenehmer als wie die Sonne. Zwischenzeitig schüttert es wie aus Kübeln. Das ist für die Ausrüstung auch nicht so gut. Und noch was muss ich anmerken. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine Klammwanderung mache, werde ich in erster Linie bei Wasser unterwegs sein. Und was ist jetzt? Ich habe hier nur Berg. Zumindest am Anfang. Ich hoffe, das wird besser. Ich wollte eigentlich heute nicht wandern, sondern gemütlich vielleicht gehen und einige tolle Motive einfangen. Aber wie man in der Praxis sieht, funktioniert das so nicht. So, der Regen ist stärker. Ich habe jetzt hier einen Unterschlupf gefunden, wo ich den stärksten Regen abwarte und ich hoffe, es hört auf, ansonsten kann ich nicht weitergehen. Jetzt habe ich hier doch noch einen weiteren Unterschlupf gefunden, um den Regen abzuwarten und hier habe ich vielleicht ein Motiv entdeckt, eine Komposition, die vielleicht interessant sein könnte. Ihr seht hier im Hintergrund diese Blätter, die vom Regen angeregnet wurden und feucht sind und dahinter dieser Baum als Hintergrund und ich werde versuchen, diese Blätter nun im Vordergrund einzufangen und den Baum, wie gesagt, als Hintergrund zu verwenden. Schauen wir mal, was rauskommt. Was man bei diesem Wetter auf jeden Fall dabei haben sollte, ist ein entsprechendes Mikrofasertuch, um die Optik bzw. den Filter vom Wasser zu befreien. Der Regen hat jetzt etwas nachgelassen und jetzt werden wir weiter aufbrechen. Und ich muss selber feststellen, man trifft ihn überall, den Armin-Baum. Du alter Verwalter, da habe ich mir was angetan. 3 Stunden Fußmarsch und noch immer kaum Wasser. Wo ist die Klamm? Da unten, aber das ist ein Wahnsinn. Ich wollte die Klamm fotografieren und nicht bergwandern gehen. Jetzt reicht's mir bald. So, da geht jetzt der Weg zum Glück hinunter. Das heißt, das eigentliche Ziel, dass ich zu Wasser komme, in die Klamm, das scheint jetzt sehr nah. Ich zeige euch mal den Weg. Und ich hoffe, es dauert jetzt keine Stunden mehr. Thank you.
muss wirklich sagen, von der Klamm bin ich vom Wasser, von den Bachläufen her enttäuscht. Der Hintergrund ist, man kommt zu diesen Bachläufen nicht. Man bewegt sich eigentlich immer im Wald, es geht immer aufwärts, es gibt viele Wurzeln, man sieht eigentlich nichts Besonderes und vor allem keine tollen Bachläufe. Es gibt bei den ersten Kilometern, wo ich unterwegs war, nach 2-3 Stunden nur 2 Stellen, wo man zum Wasser hinunter konnte. Ich habe gesehen, dass ich ein paar Bilder beim ersten Mal schon gemacht habe. Hier unten, wo es beim zweiten Mal war, hier ein Bild, mehr war da nicht drinnen. Aber ich habe da was entdeckt, einen sehr schönen Baum und der ist sehr grün, bewachsen mit Moos. Da vorne ein kleiner Stein und jetzt werde ich versuchen, hier ein Bild zu machen. Ich habe kürzlich bei YouTube-Freunden gemeckert, was sie alle in Höhlen tun. Ich habe das nicht verstanden. Hier ist jetzt selbst eine Höhle. Das schaue ich mir an. Keine Ahnung, wie es da weitergeht, ich drehe lieber um. Ich bin nicht Adventure Exploring und ich bin auch nicht wanderverliebt. Ich bin nicht unfroh, dass ich wieder draußen bin. Nach 6 Stunden bin ich nun an diesem Ort angelangt, der mir Schutz vor dem Regen geboten hat. Und ich werde jetzt wieder hinuntergehen ins Tal und die Heimreise antreten. Ich wollte heute aber nicht wandern, ich wollte eigentlich heute einen besseren Spaziergang machen, dem Ufer entlang einer Klamm und dort Bachläufe fotografieren. Das hat sich leider nicht ergeben. Ich dachte auch an einen Wasserfall, den habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht habe ich die falsche Einstiegsquelle bei der Klamm gewählt. Ein Bekannter hat mir den Rat gegeben, ich solle hier einsteigen, aber es war heute fürs Fotografieren nicht das Ideale. Es gibt mehrere Einstiegsstellen, denn die Rabklamm, wenn man die große Rabklamm durchwandert, dann ist man rund 10 Stunden unterwegs und ich bin mir sicher, bei der einen oder bei der anderen Einstiegsstelle, wenn man hier reinsteigt, gibt es vielleicht doch bessere Motive, aber ich muss heute einmal zufrieden sein. Ich habe zumindest 2-3 Fotos gemacht, die ich euch auch gezeigt habe. Und jetzt ganz was Besonderes. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken, liebe YouTube-Freunde und alle, die meinen Kanal ansehen, hin und wieder ansehen oder ständig ansehen. Ich habe vor 2 Wochen rund die 500 Abonnentengrenze überschritten und ich möchte mich bei euch auf diesem Wege recht, recht herzlich bedanken und das ist wunderbar. Ich wünsche euch für diese Woche ein schönes Wochenende, gut Licht, passt gut auf euch auf, ich wünsche euch was, ciao, baba.